Mein Traum wird wahr. Nach 2019 und 2020 gewinnen die Spandauerinnen zum dritten Mal in Folge den DSV-Pokal. Im Finale bezwingen die Ladies ihre Dauerrivalinnen vom SV Bayer Oeding 08 mit 21-7. Mega cool. Erster Titel mit der neuen Mannschaft. Wir haben unsere Stärken heute wieder gut ausgenutzt. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich bin einfach happy und stolz auf das Team. Die Spandauerinnen in Schwarz knüpfen dort an, wo sie im Halbfinale aufgehört haben und kontrollieren von Beginn an das Geschehen. Bereits in der ersten Halbzeit sorgt das Team von Marco Stamm mit einem 10-5 für klare Verhältnisse. Dabei sticht erneut Neuzugang Gesa Deike heraus, die im Sommer gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Ira von Oeding in die Hauptstadt gewechselt ist. Sie ist ja sehr schwimmstark, im 1-gegen-1, rangelt gerne, holt sich da die Rausstellung, schießt geil, schießt gute Tore und ja. Das ist einfach eine gute Spielerin. Diese Stärken stellt die Kapitänin der Nationalmannschaft direkt mit einem Hattrick unter Beweis und hält ihre alten Teamkameradinnen mit 16-5 weiter auf Distanz. Auch im letzten Viertel gehen die Spandauerinnen noch einmal Vollgas und erhöhen bis zum Abpfiff auf 21-7. Beste Schützin ist Marianne Salum mit 6 Treffern. Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, hatten dann zwischendurch mal ein paar Gegentore bekommen, aber dafür haben wir uns die aus der Ruhe bringen lassen, unsere Stärken gespielt und ja, haben heute verdient hier gewonnen. Damit nicht genug. Neuzugang Gesa Deike und Co. schreiben Wasserballgeschichte. Bislang ist keiner anderen Damenmannschaft eine solche eindrucksvolle Erfolgsserie geglückt. Es ist ein mega Gefühl, den ersten Titel vor allem mit der Mannschaft einzufahren und ja, wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben. Das stimmt die Mannschaft und das gesamte Umfeld zuversichtlich für die kommenden Aufgaben, welche jedoch mit der Champions League und dem Bundesliga-Auftakt nicht leichter werden. Dennoch haben sich die Berlinerinnen große Ziele gesetzt. Wir haben den ersten Titel in der Tasche, der zweite soll dann folgen. Auch bei der Champions League halt vorne mitzuspielen und für die zweite Runde zu qualifizieren. Mit den Neuzugängen Deike und Co. ist für die Wasserfreunde Spandau 04 alles möglich. Auch der große Traum vom Champions League-Titel.